komm nu. So, und zur Eckfahne. Wo ist sie denn? Da hinten ist die Eckfahne. Jawoll. LOL. Krass. Okay. So, moin moin, Leute. Julian, grüß dich. Hallo, Ada, grüß dich. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Ja, mir geht's auch gut, Julian. Mir geht's auch soweit gut. Ich probiere jetzt heute, ob Weekend League geht. Ich bin eigentlich gut drin. 12:3. Ich habe gerade noch vor dem Streambeginn ein Spiel gemacht. Das hat eigentlich ganz gut geholfen. Also mal gucken, der Plan ist heute eigentlich, dass wir ein bisschen FIFA zocken. Vielleicht spiele ich dann nochmal wieder Fall Guys. Ich habe so ganz spontan wieder Bock bekommen auf Fall Guys. Mal gucken. Dann ein Trainer nach dem anderen. Dann stehen halt immer noch unten drin. Boah, nee. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen merkwürdig oder auch ein bisschen komisch, wenn man dann immer gleich alles auf den Trainer schiebt. Letztendlich stehen die Spieler auf dem Platz. So. Und die Spieler müssen liefern. Die Spieler haben nicht geliefert. Schweren über den Trainer, aber selber nicht besser machen. So Mannschaften liebe ich ja. Und bei Schalke sieht man einfach, dass er seit Jahren missgewirtschaftet wird. So viele Millionen, die sie eingenommen haben durch Spielerverkäufe, die einfach halt nicht in die Zukunft investiert wurden. Da wird zum Beispiel, was ich nicht verstehe, da wird zum Beispiel ein Ibisevic geholt. Wirklich? Ein Ibisevic wird da geholt? Klar, die haben natürlich auch viel Verletzungspech. Das kommt natürlich noch obendrauf, aber ich meine, da stehen ja auch sonst Leute auf dem Platz, die eigentlich schon gestandene Bundesligaspieler sind. Und ich meine, wenn du einen Matthew Hoppe hast, oh ja, klar, wenn du halt einen Matthew Hoppe hast, der mit 4 Toren der erfolgreichste Torschütze ist, dann sagt das, glaube ich, schon einiges aus, oder die Fühl. Ah, schön gemacht. Würde, aber bei Schalke blüht zurzeit niemand mehr. Selbst die Frühlingsrosen würden da nicht blühen. Geglaubt hätte, war, dass die Eintracht so eine katastrophale Rückrunde spielt. Und dann noch, ach, was für ein FIFA-Tor schon wieder. Mein Verteidiger kommt nicht ran. Oh, das war so klar, ey. Mann, das ist schon wieder so ein Spiel. Echt, da merkst du einfach, dass du keine Chance hast. Ey, guck dir das an. Wo ist denn mein Innenverteidiger? Ich habe den gar nicht ausgewählt gehabt. Stones, glaube ich, der fehlt da. Oder? Vielleicht lässt er den einen. Oh, kommt Robben da ran. Nein! Oh, Eto, ey. Mann, ist das eine Kacke, ey. Guckt euch das einfach nochmal an. Das ist ohne Worte. Echt, das ist ohne Worte. Ich kann einfach nichts machen. Ich will mich schnell drehen und es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Hallo, Klaus Müller, grüß dich. Wenn ich jetzt nochmal auf die Spielhöhepunkte gehe, wenn wir uns nochmal die Tore ansehen. Das war, glaube ich, sein erstes, ne? Du spürst es einfach. Du spürst einfach, wenn du ein Gegentor kriegst. Es ist einfach so. Ob das EA verneint oder nicht. Es ist halt einfach so. Schaut mal, da stehe ich noch. Guck mal, ich verstehe auch nicht, warum macht er diese scheiß Rückwärtsbewegung? Guck mal, was denkt sich Stones dabei? Guck mal, er bleibt so. Warum geht er jetzt zurück? Er muss einfach nur in die Richtung laufen. Dann ist er auf der gleichen Höhe wie Ronaldo. Aber so verliert er Meter, weil er erstmal sich im Rücken umgucken muss. Oh, da ist ja Ronaldo. Oh, den kriege ich jetzt nicht mehr. Ja, und dann, klar, wenn der Keeper rauskommt, Ederson. Wie gesagt, du spürst einfach, wenn du verlierst. Punkt. Warum rege ich mich darüber überhaupt auf? Warum rege ich mich darüber überhaupt auf? Man kann dagegen eh nichts machen. Warte mal, auch das Tor. Auch wieder geil, dass meine Leute offensichtlich nicht in Zweikämpfe gehen. Als ob ich da nichts gemacht hätte. Guck mal, oder auch das. Das ist auch wieder so ein richtig geiles Beispiel. Ich meine, Ronaldo gewinnt den Kopfball, ist okay. Das lasse ich ja noch gelten. Ist ja völlig okay. Er gewinnt den Kopfball, er ist größer als Roberto Carlos. Ist das überhaupt gar kein Problem. So, aber jetzt, aufgepasst. Schaut mal, oben. Stones ist vor Rooney. Stones ist vor Rooney und er muss ihn einfach nur weiter blocken. Was macht er? Er macht so einen scheiß Ausfallschritt. So, und dann, da habe ich schon gemerkt, okay, ich komme auch mit Bruno Diaz nicht mehr hin. Mein Rooney wäre noch eingeholt worden, vom Torwart wahrscheinlich noch. Ey, keine Ahnung, aber guck mal. Und dann merkst du aber wieder, du kannst nichts machen. Der Ball geht rein. Ich wusste es einfach. Und auch bei dem Tor. Auch bei dem Tor, ey. Schaut euch das mal an. WTF, wo steht Stones? Das ist ein Innenverteidiger und der spielt auf einmal zentrales Mittelfeld. Ja, moin. Und wenn das war kein Abseits, ja, und dann komme ich mit Diaz und mit Tavernier nicht mehr hin. Naja, und dass der natürlich reingeht und dass mein Diaz da nicht hinkommt. Also unfassbar, wie ich diese Spiele verliere. Echt, das ist zum Heulen. Naja, egal. Neues Spiel, neues Glück. Ich kann es eh nicht ändern. Spiel ist jetzt eh nicht mehr rückgängig zu machen. Vorhin hatte ich übrigens einen. Der hat dann immer schön auf Zeit gespielt, schon ab der 80. Minute.
Das ist. Was soll ich dazu sagen? Guck mal, und dann hast du wieder so Spiele. Da hast du wieder so Spiele, da kannst du gefühlt aus jeder Position schießen, der trifft. Auch wenn das jetzt ein schönes Tor war, gar keine Frage von Eto'o. Aber dann hat er auch wieder Spiele mit dabei, wo er aus 2 Metern nicht mal einen Möbelwagen trifft. Und diese Ungleichheiten, die nerven einfach. Echt, ey. Ich habe einen Eto'o 92er. Der hat bei Schuss, ey, keine Ahnung. Bei dem müssen 9 von 10 Schüssen, müsste der reingehen. Und der müsste eigentlich auch jedem weglaufen. Der hat 94 Tempo oder so. Keine Ahnung. Aber dann kommt wieder so ein, keine Ahnung, 74er Silberspieler. Der haut sie dann wieder alle raus. So. Ja, ich sage, ah, pay to win. Da müsste eigentlich meine Mannschaft scheinen. Ich frage mich manchmal, ob die sich damit selber eigentlich wohlfühlen, ey. Ob die sich dabei auch selber nicht doof vorkommen, wenn sie eigentlich sehen, wie. Okay. Wie verärgert die Community ist. Aber das scheint die alles nicht zu interessieren. Oh, der hat so eine blöde Flügelformation. Guck mal. Hä? Was macht mein Keeper? Lol. Was macht denn mein Keeper? Der geht einfach zur Seite. Der denkt sich, ja, moin. Ich lasse ihm einfach mal ein Tor. Alter. Beschiss. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Oder ich müsste eine Ikone ziehen. Eine richtig gute. So Ronaldo-mäßig oder so. Es kommt auch noch ein No-Look-Tor dazu. Alles klar. Red Sovi. Oh Gott, was hat der denn für einen Namen? Der hat auf jeden Fall keinen Bock mehr. Wo ist der Ausgleich? Das ist der Ausgleich. Guck mal. Wir werden diesen Ausgleich in... wir werden den jetzt zelebrieren. Also De Bruyne. Starker Ball erstmal. Und Mbappé gegen Stones. Gut, das Laufduell gewinnt Stones nicht. Aber dann... Schaut euch das an, Mbappé zieht in die Mitte, zack. Und jetzt auf einmal, was macht Ederson? Auf einmal kriegt der Schiss oder was? Hat er den Heiligen Geist gesehen oder was ist los bei ihm? Unfassbar, echt. Und da greift das Spiel wieder aktiv ein und deswegen ist dieses Spiel einfach lächerlich. Und für mich ist das auch nicht E-Sport-tauglich, ganz ehrlich. Wenn sowas, stellt euch vor, so eine Aktion in einem E-Sport-Finale, 0-0. Rückspiel, die letzte Aktion und es passiert sowas. Und der Spieler macht gar nichts. Und das ist dann E-Sport? Ne. Also tut mir leid. E-Sport-tauglich ist dieses Spiel nicht. Bei so Sachen, ey. Tut mir leid. Egal. Scheiß drauf. Wir haben gewonnen. Jawoll. Zack. Oh, natürlich, ey. Weißt du, überall sonst kommt der Ball am Verteidiger oder am Stürmer da vorbei. Aber wenn ich den Ball mal außen vorbei spielen will, ist sofort der Gegner wieder da. Echt. Immer. Jedes Mal. Nein. Ach, come on, ey. Echt. In 9 von 10 Spiel macht Neymar den einfach unter die Latte, ey. Und warum kriegt er den da nicht rein? Weil das Spiel möchte, dass es in die Verlängerung geht. Dann wird jetzt auch der Eckball hier nichts mehr ändern. Ja, es war klar. Es war klar, dass Neymar diesen Ball auch nicht reinmacht. Junge, das ist ein sicheres Tor. Die ballern den normalerweise mit 140 Sachen unter die Latte. Warum macht Neymar das da nicht? Ja, gute Frage, ey. 2 Schüsse aufs Tor, 2 Tore. Ich habe 8 Schüsse aufs Tor. Ich muss normalerweise 4-2 oder so muss ich dieses Ding gewinnen. Aber das Spiel will es mal wieder nicht. Typisch. Ah, Rooney macht den locker. Natürlich, eiskalt. Schaut mal, wie lange Ronaldo auch einfach braucht, um sich mal umzudrehen. Echt, wie lange er einfach braucht. Was willst du da machen? Auch wenn ich jetzt den zweiten Elfer kriege, da und? Aber trotzdem regt mich sowas auf. Echt, er braucht erstmal... Alter, was ist das? Ist das ein alter Sack oder was? Jetzt müsste ich eigentlich mal die Eckfahne suchen, wirklich, aber ich bin nicht so einer. Aber normalerweise müsste ich jetzt auch mal echt schön auf Zeit spielen. Oh, habe ich Glück. Ja gut, da ist er selber schuld, das weiß er selber so. Jetzt spiele ich schön auf Zeit, Kollege. Jetzt spiele ich schön auf Zeit. So, und zur Eckfahne. Wo ist sie denn? Da hinten ist die Eckfahne. Jawohl. Die werden wir jetzt schön penetrieren, wenn das irgendwie läuft. So, Nachspielzeit ist rum. Komm, eine Chance kriegt der Gegner noch. Ja, super. Das musste so passieren. Stark. Das musste genau so passieren. Dieser Ausfallschritt ist der beste Beweis dafür. Echt, das ist der lebende Beweis dafür, dass das auf jeden Fall so passieren sollte. Stark. Und jetzt noch ins Elfmeterschießen rein. Super. Genau so muss das laufen.
Genauso muss das laufen, auf jeden Fall. Alles klar, dann nicht. Jetzt gewinnt er das, ey. Ich bin in dem Eck, schade. Ich dachte, er hält den, ey. Ich dachte, der Ball geht vom Pfosten raus. Das sah so aus. Ja, Junge! Komm, nu! Where are you, haters? So, guck mal, Dark Mute Music ist schon dabei. Perfekt. So, wen haben wir noch? Freddy ist mit dabei. Sehr stark. Wer ist noch mit dabei? Wir warten jetzt noch mal ein bisschen. Dann kann ich noch mal vielleicht eine andere Musik einstellen. So, wer ist denn dran? Ah, okay, warte mal, in der Zwischenzeit. Und denkt daran, nichts schreiben, bitte, ja? Nichts schreiben. Oder des Gleichen. Ihr müsst immer oben gucken, es hat ja nur vier Buchstaben. Oben sind so Striche, das ist die Anzahl der Buchstaben. Ich dachte kurz an Martini. Ha! Ah, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Obwohl, drei Leute, nee, nicht das ganze Ding, sondern wie man diesen Vorgang hier oben nennt. Das ist ein bisschen schwer. Laden wäre es gewesen. Das Handy aufladen. Ich wusste nicht, wie ich das anders malen sollte. Scheiße, warum wissen die das denn alle? Oder beziehungsweise, warum weiß das der Freddy? Zack. Ah, sehr gut gezeichnet. Sehr gut. Was war's? Beziehung. Killer Quattro, das Wort, was wir da gesucht haben. Also, wenn es Nacht ist, dann scheint die Sonne wahrscheinlich. Ha! Jawohl! Ich hab's richtig. Oh, gerade noch erraten. Komm, ich muss ein bisschen Punkte aufholen. Das war schwer. Der Flex, der hat's fast. Der hat's nur falsch geschrieben. Also es ist die Sonnenfinsternis. Aber wir müssen... Ja, das ist gut. Das ist richtig gut gemacht. Schwein ist close. Schweiz! Hä? Aber was hat das denn mit der Schweiz zu tun? Also das... Das frage ich mich auch. Was hat das mit der Schweiz zu tun? Junge, Junge, ey. Wie schäbig zeichne ich eigentlich, wirklich. Paris, Jungs! Die Stadt der Liebe, Eiffelturm. Arc de Triomphe. Bin ich noch Zweiter geworden? Jawoll! Vor Freddy. Aber ganz, ganz knapp vor Freddy. Ich dachte, er ist Drachen, aber wenn der Zweite ein A ist? Graf Dracula? Nee. Als irgendein Ungeheuer, aber welches? Ist das Loch Ness? Ist es auch nicht so gut gezeichnet. Ja, muss ich sagen, also Alpha und ich glaube, der Freddy, der kann auch du. Kann, auch noch gut malen. Schade, das wäre was gewesen. Hä? Das war ein Maulwurf? Lol. Hast du irgendwie ein falsches Wort ausgewählt? Wo war das denn, Maulwurf? Oder bin ich jetzt dumm, habe ich das nicht erkannt? Aber das ist doch kein Maulwurf, das ist doch ein Ungeheuer gewesen, oder nicht? Nein! Ah, scheiße, Freddy war... Ah, ein Moment schneller. Orange, ja, fast. Bei vielen hapert es an der Rechtschreibung. Leute, Orange ist richtig, aber wie wird's geschrieben? LOL! Krass, okay. Marge Simpson. Jungs und Mädels, habt ihr das nicht gesehen? Schade, ich dachte, ich hätte das so gut gemalt mit den Haaren oder so. Zack! Da ist der Sieg beim Zeichnen. Ja, puh, starke Runde auf jeden Fall. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe jetzt noch mal kurz aufs Klo. Ich schalte mich mal hier in den Screen rein und dann würde ich einfach nochmal eine Runde COD versuchen. Ich bin gleich wieder da. Danke an jeden, der mitgespielt hat. War richtig, richtig nice. So ein Ding ist das. Perfekt. Auf den Himmel achten. Guck mal, da ist er doch. Perfekt. Nein, da oben. Ah, ich hab ihn gesehen. Ein Hit. Na komm, guck noch mal raus, Junge. Shield Break.
Jetzt habe ich den Clusterschlag nicht. Shield Break. Ach, scheiße, beide Shield Break gegeben. Sind wir noch auf den Typen da oben so ein bisschen schauen. Ha! Perfekt. Schöner Kill. Die Pelinken, die, das ist eine super Waffe. Wenn die trifft, dann aber richtig. Fuck, von wo? Ah. Perfekt. Fünfer Abschlussserie. Nice. Nein, echt? Da campt nicht wirklich einer rum, ey. Echt. Scheiße. Alter, der Totenstille. Oh, der hat noch ganz wenig, ey. Ich kotz im Strahl, echt. Nein! Milinkovic Savic. Naja, wenigstens von einem Fußballer. Lol, wie mies bitte, ja? Er hat es mir dann noch erst erklärt, als er in seinem Italienurlaub war. Er brauchte Abstand, um mir das zu sagen. Also von daher, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, habt noch ein schönes Wochenende, schönen Sonntag und eine gute Nacht. Ne, Alpha, geh nicht so spät ins Bett. Und dann macht's gut. Ciao, ciao.